Firstly, thank you all for the opportunity to speak to you today, and Adolf and Inga for inviting me to come and speak to you. I apologise to all the German speakers, which is most of you. My German language is non-existent. The only connection I have with you German people is my surname or my family name, which many of you would recognise as German. My great-great-grandfather went to Australia in about 1840. As one of many German farming people did in that time, and so it's a long-distant connection. Also, ich möchte erst mal sagen, dass ich mich sehr freue, hier zu sein. Vielen herzlichen Dank an Ingo Blaubschneider für die Einladung. Es tut mir leid, dass ich nicht in Deutsch reden kann. Mein Nachname impliziert natürlich eine gewisse Beziehung, und die besteht auch, wenn ich das richtig verstanden habe, 1740 ist also der Urgroßvater irgendwo aus Deutschland nach Australien ausgewandert. So just a little of my background. I grew up in rural Australia. I have a PhD in materials engineering, which I really never used. I worked in the IT industry for many years in sales and marketing and general management, mostly in my own businesses. And then had what you might call an epiphany, and my life completely transformed. And I disappeared off the radar for a bunch of years, figuring out which way was up as far as I was concerned. And okay. So I connected with the do we still have sound? Yeah, it works. So I connected with the Keshe business late 2015 and decided to distribute the products. And from what I can tell, I'm the largest distributor globally of the Keshe Foundation products. So I know them warts and all. Also wenn ich das jetzt mitverstanden habe, hat er einen ingenieurtechnischen Hintergrund und hat sich im Jahr 2015 hat er die Keshe-Technologien kennengelernt. Vermutlich bin ich der größte Vertriebsinhaber im Rahmen dieser Technologien. And so a little of Maren Keshe's background, the man that is behind this technology. Keshe was born in Iran into what was the wealthiest family in Iran at the time of the Shah. So he made a much better choice than Nikola Tesla did. Keshe is not wanted for money in his life. And he is trained as a nuclear engineer in Britain. And in my opinion, having looked at him, he was born with this knowledge that might resonate with some of you and not with others. But it's any way I can explain the knowledge that he has. And of course, he's expanded it throughout his life. Einige Informationen zu Keshe selbst. Er ist in Persien geboren. War zur Zeit des Schahs Mitglied einer der reichsten Familien des Landes, hat also nicht den Fehler gemacht wie Tesla, auf das Geld von anderen angewiesen zu sein. Er wurde in Großbritannien oder hat sich in Großbritannien zum Nuklearingenieur ausbilden lassen, und sein Wissen, über das wir hier in diesen Maschinen oder Geräten reden oder was sich widerspiegelt, scheint mit ihm geboren zu sein. Also er hat das irgendwie mitgebracht. Möglicherweise gibt es einige von ihnen, die da auch in einer gewissen Resonanz mit ihm stehen. So the essence of what Keshe has shared with us is that behind everything that we experience is a plasmatic field. Now, the term plasma, I think, is unfortunate because it means many things to many people. To some people it means a plasma television set, to some people it means blood plasma, to others it means a high voltage discharge in a vacuum. And it's none of those things. What we all do is when we learn something new is we try to connect it with what we know. And so I say this so you don't try and connect it in with what you already know, because it doesn't fit unless you're familiar with this technology. Die Technologie beschäftigt sich oder beruht auf einer Plasma-Technologie, wobei dieses Wort Plasma ja für viele Leute unterschiedliche Sachen bedeutet. Für den einen bedeutet es ein Plasma-Bildschirm, für den anderen bedeutet es Blutplasma.
Im physikalischen Bereich ist es eben eine Hochvoltentladung Plasma. Man kann sie benutzen, aber ja, die Bedeutung hat hier möglicherweise eine andere Bedeutung in Bezug auf diese Gerätschaften. And so this plasma manifests through the interaction of gravitational and magnetic fields, which Kish explains are really the same thing. If we discovered magnetism and gravity at the same time, we wouldn't have seen them as different. They're in fact the same thing. And so they manifest in that manner, and they manifest in three concurrent states. Again, he uses language which is used in other circumstances. Those three states he describes as matter, antimatter, and dark matter. Excuse, don't think they mean what you might think they mean. And everything from a subatomic particle to a galaxy manifests in these three states concurrently. We experience the matter state because our bodies are made from amino acids. And so we only experience one of these three states. It turns out the matter state is by far the weakest of the three. So we're operating in the weakest domain, if you will, of what exists. Now, all of this is kind of interesting. Sorry, let me... Yeah, danke. Excuse me. Can you go back with it as a picture, please? I probably can. Also, der Kontext, in dem die Keshe-Technologie zu sehen ist, ist dieser Kreis hier. Das heißt, drei Begriffe werden da benutzt, die allgemein auch bekannt sind, vielleicht in einem anderen Kontext anders benutzt werden. Links oben Materie, daneben Antimaterie und unten dunkle Materie und die Interaktionen davon. Zuvor hat Herr Bessmer besser gesagt, dass die Gravitation und Magnetismus dasselbe sei, aus einem Blickwinkel heraus. Und in Bezug auf diese drei Begriffe, Materie, Antimaterie und dunkle Materie, können wir sehr genau sagen, wo wir uns befinden, nämlich im Bereich der Materie. Dieses scheint aber der schwächste Bereich zu sein. And so all of that's very interesting, but unless you can do something with it in our experience, in our reality, it's all kind of entertaining. The thing about Kish is that he's not a theoretician. I'm a theoretical engineer. He's a practical engineer. He gets his hands dirty with stuff. And so he's been working with this stuff both in terms of the electrical side, the healing side, and the, let's say, transportation side for, I guess, really for 40 years, but very actively for the last 20. Im Gegensatz zu mir, ich bin ein praktischer, ich bin der theoretische Ingenieur, danke, ist Kische. Ja, Kische, er ist jemand, der praktisch arbeitet, der seine Hände schmutzig macht. Er arbeitet im Bereich der Energie, auch im Bereich der Heilung mit diesen Technologien und der Transmutation von Elementen seit etwa 40 Jahren, wobei aktiv, besonders aktiv ist er in den letzten 20 Jahren geworden. And the key to all of this in terms of manifesting something that we can use in our world is a fourth state of matter that Kesh has introduced us to, which fortunately he came up with a new term for, which he called GANS, gas as the nano state. And this state of matter is plasmatically active. And really the GANS form of matter is what makes this technology possible. It makes it possible for us to do things with it. Der Schlüssel dazu, die Technologie von Kesche praktisch einzusetzen, sei ein vierter Zustand der Materie, den er mit ganz beschreibt. Das gibt das macht es möglich, dass diese Technologien zur Anwendung gelangen können.
But what the meaning of Gans? I mean, in German... Gas as the nano state. G-A-N-S. Gas. Gas im Nano-Zustand. Okay. Now, in my opinion, the reason he referred to gas was because the first thing he started with in terms of driving this was CO2, but in fact there is a gas form of pretty much everything. Also hat angefangen mit CO2 in diesem vierten Materiezustand. Allerdings kann dieser Zustand auch für andere Substanzen auftreten oder in anderen Substanzen auftreten. This is Marin Keshe, for those of you who haven't come across him. And that little container in his hand contains magic, in my opinion. In the world that we're familiar with, CO2 exists in two forms, a colourless, odourless gas at room temperature or solid, dry ice at very low temperatures. Das, was hier in den Händen hält, ist pure Magie. Wir kennen CO2 entweder als Gas oder als Trockeneis. That white powder in the bottom of that container is solid CO2 at room temperature. Das Pulver, was in dieser kleinen Dose ist, ist solides CO2 bei Raumtemperatur. It's the gans of CO2. And das ist also das Gans von It's not some theoretical thing, of course, it's been analyzed and confirmed as being CO2. Es ist nichts Theoretisches, sondern wurde analysiert und hat sich im Labor als CO2 dargestellt oder herausgestellt. Keshe says that he knew it had to exist. It took him 20 years to figure out how to make it. Keshe wusste zwar, dass es existiert, aber er hat 20 Jahre dafür gebraucht, herauszufinden, wie man es herstellt. And now anybody, if you get your processes correct, and it's a little fussy, but if you get your processes correct, anyone can make it at home very inexpensively. Und im Prinzip kann es jeder machen. Es ist nicht ganz unkompliziert, aber es ist eine klare Produktionsschrittfolge, die im Prinzip jeder reproduzieren kann. And one of the things that Keshe explains is that in fact our bodies are primarily internally in the GANS state and act plasmatically. We just haven't understood it. Laut Keshe ist, das habe ich jetzt nicht ganz genau verstanden, besteht unser Körper aus diesem vierten Zustand, also GANS, um es jetzt mal auszusprechen, während er sich aber auf einer plasmatischen Ebene äußert oder bewegt. So, I want to express something about the nature of the plasma because it's critical to understand this, to understand what's going on with the plasma and the GANS materials. And that is, the plasma acts to give what is needed and take away what is not. In other words, it's looking to set up balance. Aus dem Blickwinkel hier ist Plasma wichtig, weil es dem Körper die Dinge gibt, die er braucht, und die Dinge nimmt, die nicht notwendig sind. And the nature of the GANS, if you look at that CO2 GANS and you mix it with water, what happens is that the GANS transfers its plasmatic field energy to the water. And that plasmatic field energy carries the signature of the CO2 GANS. So it's unique energy, unique expression of the plasmatic field energy associated with the CO2, which is added to the water. I'm sorry. I didn't understand. Make it short. The GANS is adding its plasmatic field energy to the water. Also, das GANS tut seine Feldenergie, gibt seine Feldenergie an das Wasser ab.
And it carries, that plasmatic field energy carries the unique signature of the GANS of CO2. Und transportiert damit die spezielle Signatur vom CO2. And the GANS refreshes itself from the background plasmatic field energy. It's like a container of little nano suns. So it's continuously providing this plasmatic field energy with the signature of CO2. I'm struggling. Yeah. No, my problem is that I can't imagine it. And if I can't imagine it, I can't translate it. Is there anybody, please, who can help me in this room? So, let me... No, there is somebody who... Is he a Kesselspezialist? Können Sie das... Ah, oh, fantastisch. I apologize for being video. Thank you. So let me repeat that little scene. So the GANS of CO2 is giving out its plasmatic field energy, carrying that signature of CO2. Das plasmatische Feld überträgt praktisch die Energie oder die Information als solches. Immerhin. Also ich muss dazu sagen, Sie können nachher bei mir so ein komisches Ding im Auto mal beobachten und sehen. Ich habe seit Dezember 2015 so ein Magraf im Auto. I have to give you an information. I'm using a Magraf in my car. Good. And there are several interesting things, but I don't like to talk this. We can talk about that later, okay? If we get into that. But thank you for the background. You have some understanding. I'm excited. Okay. Are you going to translate what I said? Yes. Or did you? Yes, he translated. Okay, good. We too translate. And so the CO2, the GANS of CO2, refreshes itself from the background plasmatic field energy. Sozusagen das plasmatische Feld wird praktisch aus meiner Sicht regeneriert mit dem GANS und die Informationen werden praktisch mit dem Plasma übertragen. Ich sage es mal in meinen eigenen Worten, aber er soll mich weiterreden. Ich versuche dann irgendwas noch mal zu sagen. He said, carry on, go on, here, he will do it. And so, this is key to understand how this stuff works. And when I talk about it gives what is needed and takes what it is not, I've been working with this long enough to be satisfied that the plasma is conscious. This may challenge some of you. The plasma is consciousness. Also das Plasma ist Bewusstsein. Okay. And this may challenge some of you even further, and that is I'm satisfied that this plasmatic field energy also carries wisdom. Und ich bin glücklich, dass dies auch zusätzlich Weisheit transportiert. So, let's talk about the application of some of this, because it's the translation of this into product that really matters ultimately. But until you get some of that understanding in place, it's all a bit theoretical, in my opinion. Lassen wir uns jetzt über die Umsetzung dieser Technologie reden, weil es ist ja erst interessant, wenn man das anwenden kann. In erster Linie Energieproduktion. And so, Kesh announced
an on-grid power unit and a car unit in October 2015. Im Oktober 2015 hat Caches eine Maggrev Energieproduktionsgerät bekannt gegeben und auch eine mobile Einheit für automobile Fahrzeuge. Und ich muss dazu sagen, also die Maggrevs sind diese Magnetgravitations Konstruktionen, die aus Spulen und dergleichen bestehen, die letztlich auch mit dem Ganz noch in Verbindung später kommenden technischen Details, aber diese Spulen, diese Maggrevs, die werden noch weiter behandelt, Oberflächenwandel. Ich denke, der Vortragende wird das noch schildern. Aber dann wissen wir mal ein bisschen mehr, weil so ist das zu trocken und zu, ich weiß nicht, man kann sich eher weniger was vorstellen. Das sage ich jetzt mal einfach so. So this is the power unit for a house, and in my experience in the early days, these were not working. Not because the technology didn't work, but because they were not being manufactured properly. Also das ist die Einheit, die ich Ihnen gerade zeige, ist die Stromversorgungseinheit für ja, Wohnungen oder also für den Nutzerbereich, für den Consumerbereich. Aber diese ersten Einheiten, das sage ich Ihnen ganz offen, funktionieren nicht aufgrund eines Mangels in der Technologie, sondern aufgrund von Produktionsmängeln. They also released a blueprint and taught people publicly how to build these. Did you build your own or are you using a Cash Foundation unit? Es gibt also auch Pläne dafür, die bekannt gegeben worden sind oder bekannt gemacht worden sind. Leute haben die selber gemacht und hier wurde Herr König gefragt, haben Sie Ihr Gerät selber gebaut oder haben Sie es gekauft? Ich habe es selber gebaut, weil ich ein alter Bastler bin. Und diese ganzen Blueprints, die können Sie in allen öffentlichen Medien natürlich sich downloaden. Und das Ding, was Sie da vorne sehen, das kann man auch selber bauen. Ja. Das mache ich dann wieder. Okay. The answer is I built it by my own because I'm a person who like to play and to build things up. And these blueprints are reachable in the internet in many places. You can get the plans for it. Just do it by yourself. And it's working. Congratulations. my car for sure is working. And I can give you some imaginations later regarding for the public here. Also, I shocked our TÜV and so on because my car is working without any dust, a diesel car. Very good. Okay, also hier die Frage war, und funktioniert das? Die Antwort war jawohl, funktioniert sehr gut. Ich habe sogar den TÜV hier in Deutschland geschockt. Haben Sie auch TÜV in Deutschland? Ich habe das Dokument hier, ich kann es Ihnen zeigen. Okay. I'm showing you the document. Weil die Messgeräte, die Messergebnisse bewiesen haben oder gezeigt haben, dass das Auto keinen Feinstaub emitiert. Normally I'm saying my Renault Megane has dust pollution value around 0.2 and my car is working with 0.01. Also der Renault Megane, this is not normal, it's a closed car. Der normalerweise einen Schaubanteil von 0,2 ppm wahrscheinlich oder sowas hat. Und bei den Messungen hier war das Ergebnis statt 0,2 0,01. Also 1%. Das ist normal. Und deshalb ein Geisterwagen. So, moving on. Earlier this year, the Keshe Foundation announced a design for a later generation product, a replacement for the current on-grid unit and a generator unit. The current unit is an on-grid unit which will reduce your power consumption by about 60%. The generator is an off-grid unit that requires no connection to the grid. Im April 2007 wurde quasi die nächste Generation an Geräten vorgeführt. Das erste, dieser Plasma Power Generator, PG, der ist ein
Zusatzgerät für den Haushalt, für das eigene Heim, der den Stromverbrauch um bis zu 60% reduzieren soll. Während das zweite, das PPU, ein Ersatz ist für die Car Unit, also für das Kraftfahrzeug, für die Kraftfahrzeugeinheit, die netzfrei oder unabhängig vom Netz agiert. Ohne Verbindung zum Netz. So. It was expected those units would be available by now. Unfortunately, the problem with the generator is that it's pulling in too much plasmatic field energy. They install it in a house and it powers the surrounding 20 houses, and then it starts blowing all the fuses. They have to master plasmatic negative feedback to get a production unit working. They haven't done that yet. Eigentlich sollten diese PPJs jetzt schon verfügbar sein. Das Problem ist, dass sie zu stark das umgebende plasmatisch-elektrische Feld anziehen. Das Ergebnis ist, dass das eigene Haus vielleicht 60% Energie spart, dafür aber die 20 Häuser drumherum überall die Sicherung rausfliegen. Originally announced the unit as a 5 kilowatt unit, but effectively unlimited if you want it to be. They upgraded it to 40 kilowatts, but that doesn't solve the out of control problem. It's pretty funny, I think. Eigentlich sollten diese PPGs mit 5 kW auf den Markt kommen. Sie sind dann weiter, also upgraded, verstärkt worden bis auf 40 kW. Aber das originale Problem, dass halt die Häuser drumherum Schwierigkeiten haben, das hat sich dadurch nicht gelöst oder verändert. And by and large, the car units out of the Italian factory have not worked as intended. So that's why I asked you the origin of yours. In general, people that have built their own have had far more success than the ones out of the factory. The Keshe Foundation had a partner in the Italian factory. I'm not sure whether it was just incompetence or intention to disrupt, but the results were not what you'd call successful in terms of these power units. Also die Keshe Foundation hatte einen italienischen Partner. Es war eigentlich geplant, dass dieser italienische Partner die Produktion übernimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob der tatsächlich stattdessen das Ziel hat, die ganze Sache zu sabotieren oder so. Aber Fakt ist, dass die Produkte aus der Firma nicht funktioniert haben, im Gegensatz zu Produkten, die Einzelpersonen selbst gebaut haben. I'm hearing that the reduction in fossil fuel usage of test vehicles with this system is about 80%. 80. Also ich habe gehört, dass es Einsparungen beim Brennstoffverbrauch von Kraftfahrzeugen bis zu 80% gegeben hat. And also the Keshe Foundation is moving to set up manufacturing around the world. Zusätzlich ist die Foundation, die Keshe Stiftung dabei, Produktionen überall weltweit aufzubauen. Entschuldigung, ich konnte nichts hören, nur dass da jemand sich gemeldet hat. 80% Brennstoffeinsparung, Herr König, können Sie das belegen? Did you have a proof of this 80% less fuel? Is the guy who set up and runs the Arizona factory in the US, who I know quite well, and I trust his word. Do I have a documented performance at this point? No, I don't. I wasn't claiming I did. I said I understood. They were the results. I wasn't saying I had documented proof, because I don't. But I trust John. Also, ich habe diese Informationen aus Arizona, wo John Bliven, was ist sein Name? Okay, Mr. John Bliven, dort diese Ergebnisse erzielt hat. Ich habe keine schriftliche Dokumentation, die ich vorlegen kann, aber ich kenne John und ich glaube ihm persönlich. Ich kommentiere kurz. Also aus meiner Sicht, mit meinem Renault Megane, damit Sie einfach mal was wissen, ich habe 2015 mit denen gestartet, die Schneiders sind informiert, seit Anbeginn, was ich da gemacht habe. Ich habe es auch teilweise gezeigt.
interessant ist, dass ich jetzt nicht auf 80%, aber auf 40% gekommen bin. Und das ist auch nicht schlecht. Das Interessante ist eben, dass das anhält, seitdem ich begonnen habe, schrittweise das Auto zu modifizieren. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht ein Markraft drinnen, also so eine komische Spulenform, sondern ich habe drei drinnen. Und die habe ich eben selber nach eigener Intuition selber immer wieder verkoppelt und verändert und so weiter und bin bis auf 40% gekommen. Und die hält auch heute noch an die 40%. Das kann jeder beobachten, auch mit dem Benzinverbrauch, den ich im Auto habe. Mr. König said that his experiments, he used three magraphs in his car, not only one, and he changed the combination of them and he plays them intuitively and reaches a steady reduction of consumption of 40%, but steadily, continually reduction, and he can prove it. Fantastic. Very good. So Adolf was leaning on me very hard to get a generator here to show you, and I was unable to do that. What I have for you is a little bit of illicit footage. Most of us have seen a bit of factory floor footage from an iPhone factory pre-release. This is a bit like this. And for those of you who are familiar with the Keshe technology, you will recognize this design as the LXP design. Does that term mean something to you? No. LXP design, it's different from the Magrav coil design. So let me show you, it's so simple, it'll shock you. Study British. Ich weiß jetzt auch nicht, was er da genau zeigen will. Ich muss ehrlich sagen, ich habe manchmal Probleme, wenn die Herrschaften mit ihrem Slang da so sprechen. Sie mögen mir es verzeihen, da verstehe ich den Herrn hier besser. Was er hier zeigt, ist eigentlich hauptsächlich aus Amerika. Das sind Dinge, die dort geprüft und aufgebaut werden. Ich sage aus meiner Sicht, dass manche Sachen natürlich immer so ein bisschen auch, ehrlich gesagt, mit Vorsicht zu betrachten sind, weil da auch sehr viele Experimentatoren dabei sind. Und jeder möchte sich da auch besonders herausstellen. Ich drücke das mal vorsichtig aus. How could such a thing be generating 40 kilowatts of power? Mit so einem Gerät kann man 40 Kilowatt Strom erzeugen. The issue is that we have perceptions about what it requires to do that. Wir wissen auch ungefähr, was wir tun müssen, um das zu erreichen. We don't understand, most of us, the power of the plasmatic field energy that surrounds us. Die meisten von uns verstehen nicht die Kraft dieses plasmatischen Energiefeldes, was um uns herum existiert. In my opinion, though, again, this is my opinion, an informed opinion, but the key to this thing is the GANs of deuterium. Meiner Meinung nach ist der Schlüssel dazu das GANs von Deuterium. And if you look at these wires, you'll see they're black because they're nano-coated copper. Wenn Sie diese Drähte betrachten und sehen, dass sie schwarz sind, dann liegt das darin, dass sie nanobeschichtetes Kupfer, dass sie aus nanobeschichtetem Kupfer bestehen. Ich muss hier noch ein bisschen ergänzend informieren. Also der Herr spricht immer von GANs. GANs können Sie herstellen, um das mal ein bisschen auf Basis von Praxisbeispielen erklärbar zu machen. Indem Sie eine entsprechende Batterie in eine Salzlösung einbringen und so weiter und so fort. Das wird alles beschrieben, wie Sie zum Ganz kommen. Und der meinte, dass auch, was war das? Ja, dass Sie dann solche entsprechenden Metallstrukturen auch zusätzlich mit reinbringen können. Das lässt sich mit unterschiedlichen Polen, wenn Sie eine Batterie nehmen und ein Ganz erzeugen, an einem Pol anstatt mit einem sogenannten, ich nenne es mal Graphen-beschichteten, also mit karbonisierten, das sind diese schwarzen Drähte, karbonisierten Drähten arbeiten, auf einer Seite in dieser Salzlösung und auf der anderen Seite was auch immer nehmen an Metall.
teilen und dann kann sie eben auch mit Deuterium oder irgendwas herumfungieren, um weitere Bestandteile damit reinzubekommen. Also beispielsweise gibt es eher so ein türkisfarbenes Ganz, wenn Sie mir die Kupferanteile mit reinbringen, wenn Sie mit Eisen arbeiten, dann wird es eher rötlich und so weiter. Das tauft man dann anders. Also nur mal für Sie als kleiner Einstieg. Und wie gesagt, dieses schwarze Zeug da, das sind Kupferdrähte, die sind ganz dünn nanobeschichtet mit einer, ich nenne es mal Kohlenstoffschicht, und die können Sie unterschiedlich herstellen. Da können Sie mit Feuer arbeiten, mit Schocken, oder Sie können es anderweitig bearbeiten. Also da gibt es verschiedene Herstellungsmethoden. Das ist eigentlich die Basis von der Technologie. Das mal so als Information. Sie können ja vielleicht sagen, ich habe die Leute eingeführt hier. Told a little bit more about the translation, what the meaning of this GRNS. The problem is in German, in Gans, it's an animal. Goose. Language, yeah? Sometimes it's terrible, but sometimes it's that's funny. So, you know, this is a tame animal, not a wild one. And we know here this Gans, always when you said Gans, you have this association. And it that's funny. You know? That's funny. We're going to run out of time here, yes? You have time. Mr. König, just an explanation a little bit how to it could be produced and give an idea about the nano graphene nano of this. It's not graphene. It's not graphene. It is copper. It is copper that coats the wire, and it's. But which wire then? I understand that the wire was copper. The wire is copper. The surface is black because it's coated with atomic copper, effectively. If you like, it boils off the surface of the copper and forms an insulator, which is also it's an electrical insulator, but a plasmatic superconductor. It's not graphene, it's copper. Okay, also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das Kupferdraht, der aber so bearbeitet ist, dass Kupferatome an die Oberfläche gelangen. You said copper atoms go at the surface. Yes. Sie isolieren das Metall und sind gleichzeitig aber ein Superconductor ist Zentralleiter für das for the field. Yes, for the plasmatic field. Für das plasmatische Feld. Ich habe mir gerade dargestellt, wie man dazu kommt. Also er hat es vielleicht auch aus seinen Worten recht, aber so ist es etwas unverständlich. Und ich bringe alles noch total durcheinander. Okay, so let's move on. So let's talk a little about transportation. Also etwas über Transport reden. I think it was about 2012. Keshe was about to announce a personal transport vehicle, you might say, a car that required no road and no fuel. Etwa 2012 hat Keshe angekündigt, ein persönliches Transportsystem, was also keine Straßen benötigt. And either the day before or the morning before of the announcement, the Belgian authorities shut him down. The Belgian authorities. He was in Belgium at the time. Er war zu dem Zeitpunkt in Belgien und am Tag zuvor, also bevor dieses System vorgestellt worden ist, hätten die belgischen Autoritäten ihn abgeschossen. Also ich denke mal, das ist jetzt im übertragenen Sinne zu verstehen. They claimed that his technology was nuclear and needed to be regulated by the International Atomic Energy Agency. Behauptet, dass seine Technologie eine Nukleartechnologie darstellt und deshalb auch die Genehmigung der entsprechenden Behörden wie der Internationalen Atomenergiebehörde benötigt. And the claim is not without foundation at that time. You understand? No. In that generation of technology, he was using, I think it's americium, which is the radioactive material that's in smoke detectors. He was using that as a key component in what he was doing. So you could argue it was nuclear in nature.
Also, und damit hatten sie insofern nicht recht, als dass er mit einem radioaktiven, wahrscheinlich schwach radioaktiven Material gearbeitet hat, wie es in Rauchmeldern zum Einsatz kommt. So he completely reinvented how he was bringing the plasmatic field energy forth between when that happened and what we saw with the Maghreb in October of 2015. Not a trivial exercise. Und zwischen 2012, also als er mit dieser Technik gearbeitet hat, und den Maghreb-Geräten dann 3 Jahre später, war es also ein Schritt weiter oder eine völlige Veränderung der Technologie, mit der er sich beschäftigt hat. Just a little background, he offered to take over the General Motors car plant that was being shut down in Belgium to make his car, and they wouldn't let him do it. Er hat auch angeboten, die Autofabrik, welcher Hersteller war das gerade nochmal? Which producer? The car fabric of General Motors? The factory was the General Motors factory, which was being closed down in Belgium. Es gab in Belgien eine Autofabrik von General Motors, die wurde zu diesem Zeitpunkt geschlossen und er hat der belgischen Regierung angeboten, diese Fabrik zu übernehmen und sein Auto dort zu produzieren. And so there is a work also being done by Cash with spacecraft. He explains that what we might term UFOs that are that are indeed extraterrestrial, not the stuff which is being made here secretly, uses this technology, uses plasmatic field technology to power the craft and to create the craft itself. And he's teaching people how to do this at this time. Er unterrichtet auch Leute, wie man Raumschiffe herstellen kann, die diese plasmatische Energie benutzen, sowohl zur Herstellung als auch zum Antrieb. One of the pieces of proof of the pudding, you might say, was he was invited to Iran some 9 years ago to teach them about his technology, which he did. And they have been using it since then. They have been flying these craft for some years. Er hat seine Landsleute in Irak vor neun Jahren bereits unterrichtet in dieser Technologie. Und im Iran, das haben wir auch schon anderswo gehört, wird diese Technologie auch eingesetzt in dem Bereich. And wird behauptet. Also, Russia and China are quite advanced in the application of this technology. Auch Russland und China sind weit fortgeschritten in dem in Nutzen dieser Technologie. One of the proof statements, you might say, was in early December of 2011. The Iranians captured this high-tech CIA drone, just grabbed it out of the sky and put it on the ground. Now, this thing is fully encrypted and it was designed to deconstruct if anybody tried to tamper with it. But the Iranians plucked it out of the sky, put it on the ground, reverse-engineered it and showed it to the world. Diese Bilder haben wir haben tatsächlich auch alle in der Presse gesehen. Die sind vom Dezember 11, als es den Persern gelungen ist, eine Drohne, die der CIA in die Luft gebracht hatte, zu kapern, zu hacken und zu einer sanften Landung zu zwingen. As I understand that Keshe said they use his technology this matter. They did. Not only that, this was done the day after Keshe was threatened in Belgium. Threatened? Yeah, threatened. His life was threatened in Belgium. Okay, also. Es ist richtig, es wurde gesagt, dass die Cache-Technologie benutzt worden ist, um diese Drohne zu kapern oder zu hacken. Und als Bestätigung dafür wurde erwähnt, dass er am nächsten Tag in Belgien bedroht worden ist. Am Tag vorher habe ich das verstanden. And it was repeated a year later with a more pedestrian American drone, almost to the day. Yes. The Iranians captured a second drone a year later, almost to the day. Not the same kind of drone, a more pedestrian, more normal American drone. Ein Jahr später haben die Perser eine
ja, weit verbreitetere oder eine normalere Drohne auch gehackt und zur Landung gezwungen. The capturing of these is reported on the internet. You can find them, but they don't tell you how it's done. Es gibt darüber Berichte im Internet, allerdings wird dort nicht gesagt, wie es ihnen gelungen ist, diese Drohnen zu kapern. There's also application of this technology in agriculture. The thing I mentioned earlier about our bodies essentially internally, primarily being in the GANS state and operating plasmatically is true of all living things. And so when you start to bring the GANS materials and this plasmatically activated water to plants, they love it. Also damit lässt sich auch Wasser aktivieren, was den Pflanzen sehr gut tun soll oder gut tut. Und deshalb ist der nächste Bereich Landwirtschaft. So it really strengthens their natural growing mechanisms. In truth, they get a lot of their energy from the environment, not entirely from the root system, as we tended to understand. Die Pflanzen sind dadurch in der Lage, mehr kraftvoller zu wachsen oder mehr Kraft zu nehmen, und zwar nicht nur aus den Wurzeln oder aus dem Boden, sondern aus der gesamten sie umgebenden Atmosphäre. And this has been studied and documented. This is not some theoretical thing, not hearsay, you might say. More rapid growth, larger and better produce, longer shelf life, and of course, you use these things, you don't need chemical fertilizers. Und dies ist auch sowohl studiert als auch dokumentiert, dass die Pflanzen schneller wachsen, größer werden, eine höhere Produktionsrate oder höhere Erträge bringen. What is longer shelf? Longer shelf life. In other words, if you have a tomato and it's in the shop. Time it can stay there. Die Sachen sind haltbarer. Die Früchte oder das Gemüse ist einfach länger haltbar, bleibt länger frisch. Und natürlich der letzte Punkt unten ist da, mit dieser Methode kann man den Gebrauch von chemischen Düngern ist obsolet. It also has applicability in the area of pollution. Again, we're taught that magnetism only applies to iron and related materials, but in fact that's not the case. If you understand how that GANS of CO2 is created, it's drawn into the environment where it's collected magnetically. Wir sind unterrichtet oder wir haben in der Schule gelernt, dass Magnetismus nur mit Eisen und ja, Ferrometallen funktioniert. Tatsächlich können aber alle Dinge magnetisch beeinflusst werden. And so that principle can be applied to pollution. So with the right application of this technology, we have a way of clearing the pollution in our world. Es gibt also eine magnetische Verschmutzung und mit dieser Technologie kann man diese Verschmutzung Herr werden. These plasmatically activated waters are being used to clear aqueous pollution in the rivers in Africa. Das Wasser, was mit GANS behandelt ist, kann wiederum genutzt werden als Filter, um verschmutztes Wasser, wie im Fall von in Afrika in einem Beispiel, zu säubern. In truth, it's not filtering. It causes the suspended solids to fall out of the water. Und tatsächlich ist es aber kein Filterprozess, sondern ein Ausfällungsprozess. Also die Schadstoffe, die im Wasser gelöst sind, werden gezwungen, werden ausgefällt, ja, sinken ab. It's been demonstrated that you can produce potable water from these very polluted rivers. Und es ist auch schon nachgewiesen worden, dass aus sehr verschmutzten Flüssen sauberes Trinkwasser herstellbar war oder ist.
I mentioned that our bodies operate in this state, and it's kind of hard to accept what I'm saying to you because you have nothing to hang it on. It's all just words. And so I don't want to talk about healing here too much, but what I wanted to do was share with you a brief video which demonstrates the healing journey of a young Italian woman. I have chosen to share with you these. Thank you. Also, es gibt sehr viele Sachen, die ich erzähle. Das sind für Sie vielleicht nur Worte, aber eine Sache ist sehr wichtig. Das ist der Einsatz dieser Technologie auch für Heilprozesse. Darüber möchte ich aber jetzt nicht erzählen, sondern Ihnen ein kurzes Video zeigen, was den Heilweg eines jungen Italieners, einer jungen Italienerin darstellt, präsentiert. I have chosen to share with you the extraordinary healing journey of a young woman called Naomi Lapadula. In July last year, Naomi and her fiancé Fabio, who were both working with the Keshe Foundation in Italy, were involved in what appears to have been a deliberately executed car accident, set up as a warning to Mr. Keshe. Fabio was killed and Naomi suffered a severe brain injury. Naomi's father, Giovanni. If I should translate, if you have to make a little stops. Yeah, I need to figure out how to do also, es ist ein junges Paar gewesen, die hatten einen Autounfall. Der junge Mann auf dem Bild ist dabei tödlich verunglückt. I have chosen to share with you the extraordinary healing journey of a young woman called Naomi Lapadula. Also, das ist der Name der jungen Frau. We have to find another way to do this. I just bear with me a second, I'll do this in a different way. Ich habe nur gebeten, dass er halt nach ein paar Sätzen immer kurze Pause macht, damit ich es versuche zu übersetzen. I have chosen to share with you the extraordinary healing journey of a young woman called Naomi Lapadula. In July last year, Naomi and her fiancé Fabio, who were both working with the Keshe Foundation in Italy, were involved in what appears to have been a deliberately executed car accident, set up as a warning to Mr. Keshe. Fabio was killed and Naomi suffered a severe brain injury. Ja, thank you. Also was ich jetzt verstanden habe, ist, die beiden haben mit der Keshe Foundation in Italien zusammengearbeitet. Bei dem Autounfall soll es sich um einen inszenierten oder einen Sabotage oder wie auch immer, also einen bewusst herbeigeführten Autounfall gehandelt haben, der als Warnung gegenüber Herrn Keshe gedacht war. Der junge Mann ist dabei umgekommen und sie wurde stark verletzt. Naomi's father, Giovanni, runs the Keshe Foundation in Italy, and under the guidance of Mr. Keshe, has utilized the suggested protocols to heal his daughter's brain. Der Vater von Naomi hat sich an die Keshe Foundation gewandt und hat Partikel bekommen, die er genutzt hat, um seine Tochter zu heilen. He takes some particle from the foundation to heal. Protocols, practices, guidelines, ways to heal. Anleitungen. Er hat Anleitungen erbeten, um seine Tochter wieder zu heilen. Okay. Brief video footage. You will see Naomi when she had been placed in palliative care to die. You understand what palliative care is? No. It's where they put people when they know they're going to die, they're just waiting for them to die. We said Hospiz dazu here in Germany. Hospiz? Hospiz. Also die Tochter war derart verletzt, dass sie schon im Hospiz war, weil man erwartete, dass sie sterben wird. Grazie.
was Naomi in palliative care, you can see what state she was in. Also, das war sie in zu der damaligen Zeit. As you can see, Naomi was severely brain damaged, and the prognosis was she should simply be left to die. Sie hatte also Gehirnverletzungen, und die Prognose lautete auf Exitus. However, Giovanni had other ideas. Giovanni was his father. Ihr Vater hatte aber andere Ideen oder andere Absichten. He began to treat her, and the following video shows Naomi back in a normal ward, able to follow the nurse's instructions and those of her father in moving her eyes and head. Wie ich das jetzt verstanden habe, waren diese Instruktionen so, wie, sie, wie ihr Kopf und ihre Augen bewegt werden sollen. The instructions were how to move her head and her eyes. Yes. Okay, you will see it. Wir werden es auch gleich sehen. Bewege den Kopf, sagen wir auf Italienisch, du musst folgendes. Let's say turn your head. It translates to balance. Wieder nach links. Just saying turn your head, turn to the left. Letzte Mal soll sie nochmal bewegen. Kopf bewegen soll sie. Now you see how she's coming back. This is Cash. Die Stimme sei von Cash, und er hat gesagt, jetzt sehen Sie, wie sie zurückkommt. And we have an issue today through the understanding of new technology. And we have initiated it through the understanding of new technology. But this is an issue which I can understand. You have to explain it, sorry. The Keshe technology has been used to heal Naomi's brain. She was completely brain dead effectively in palliative care. She was back in a hospital bed, able to take instruction because her brain was being healed. MRIs were conducted, which demonstrated her brain had gone from, you know, not there to fully functional. The doctors couldn't believe it from the MRI scans. Giovanni grew his daughter a new brain. We are overloaded with information in English. We can't translate. I apologize. Ich übersetze mal die wichtigsten Sachen. Also er meint, dass die Technologie vom Cache zur Anwendung kam und damit die entsprechenden Hirnfunktionen wieder aktiviert wurden. Wahrscheinlich mit Ganz oder dergleichen hat man dort gearbeitet. Da gibt es ja auch entsprechende Vorrichtungen, die das auch beschleunigen können. Ich habe das jetzt selber alles nicht gesehen, aber er meint, dass entsprechend diese Cache-Technologie hier die Hilfe war, um die Frau wieder vom Gehirn so wieder rekonstruiert zu haben, dass sie eben anscheinend ihren Kopf bewegt oder dergleichen. Das ist hier die Aussage. Just very quickly, she also had some 20 broken bones, some of which were inoperable and from which she was also expected to die. Das Mädel hatte zudem auch noch 20 Brüche, wie ich das verstanden habe, Knochenbrüche. 40 Knochenbrüche, und bei einigen davon war die Prognose auch, dass die also möglicherweise zu ihrem Tod führen würden. So I just skipped forward here to show you the breaks in her pelvis. Now you understand everything is possible. It's us to understand the totality of knowledge and applying it the correct way.
Besides Naomi's horrific brain injuries, she also suffered extensive broken bones. Again, some of these breakages were so severe that she was also expected to die from more than... So, I'm not going to go through all of that, but this break here and a breakdown here was such that they were considered inoperable. If they operated on her, she would almost certainly die as a result. So no operations were done. These fractures were healed using the Keshe technology. Also diese, besonders diese beiden Brüche, wenn ich das jetzt als Laie sehe, scheint es ein Beckenbruch oder sowas, nicht? Das sind Beckenknochen. Die galten als nicht operabel oder nicht operierbar und sind dann aber durch den Einsatz der Technologie wieder von alleine geheilt. So it's an illustration for me of the power of this technology to bring forth healing results, which today our medical science would say is impossible. Naomi is now home. Naomi ist inzwischen wieder zu Hause, und für mich ist das der Beleg, dass diese Technologien auch Heileffekte erzielen kann, die für die gegenwärtige Medizin quasi undenkbar sind. The issues she is dealing with today are the result of not having any physio for a year. Ihr Problem ist so, dass sie seit einem Jahr, this is a problem for her that she didn't have. Yes, they didn't give her any physiotherapy because they expected her to die. Das habe ich verstanden. Also da sie da die entsprechenden Mediziner erwartet haben, dass das Mädchen ja sowieso krepiert, hat sich keiner mit ihr beschäftigt und sie hat auch keine Physiotherapie bekommen. Das hat wiederum zu negativen Folgewirkungen geführt. So let us move on to products briefly. We've talked a little about the power supply. This unit will, as I mentioned, reduce the power consumption in your house from the grid by about 60% after it's been installed about 90 days. It's a single phase only unit. Also das ist eine einphasige Energiespareinheit, die bis zu 60% des Stromverbrauchs reduzieren könnte. This is a pain pad, which is a like this. Basically, it's a magnetic device. Das ist ein magnetisches Gerät, im Grunde der Name Pain Pad ist klar, also Schmerz Pad. And the way this works is how Naomi's broken bones were healed. Und das ist auch die Technologie, mit der die gebrochenen Knochen von Naomi geheilt worden sind. It causes the muscles to relax and release the pain and the body goes back into its normal state. Der Einsatz lässt die Muskeln entspannen, dadurch reduziert sich der Schmerz und der Heilungsprozess wird erleichtert oder unterstützt. You can see it's designed for the torso or maybe upper leg or something, but it's not designed for an arm or something. You know, it's too big for that. Also dieses Design ist für den Körper, für den Rumpf, vielleicht auch für die Oberschenkel. Es ist nicht das Modell für Oberarme oder was ich sage, aber um kleinere Organe wickeln lässt. Then we have a pain pen, which is a plasma device. This has a nano-coated copper coil inside it with the GANs of CO2 coating that copper coil. Unter dem Namen Pain Pen ist ein Stift, der besteht aus mit Nanomaterialien beschichteten Kupferspulen. Und soll vermutlich eben auch den Schmerz reduzieren. How you use it? Basically, you point it at the area of pain. Let's say you have a RSI condition or something here. You point it at that area for about 45 seconds at a time and several times a day. Wird eingewendet, indem man die schmerzenden Stellen quasi, ja, punktiert. Danke, punktiert für etwa 45 Sekunden. Mehrfach am Tag.
I'm not spending time on them here, but I have extraordinary testimonials from my customers on the results from these products. They don't work for everybody, nothing does, but for about 90%+ of people, they work extremely well. Es gibt einige Leute, bei denen es nicht wirkt, aber unter meinen Kunden ist eine Erfolgsrate von etwa 90% haben positive Effekte gemeldet oder Feedback gegeben. And it's not just about pain. Und das betrifft nicht nur den Schmerz. I have a testimonial from a 65-year-old guy. Ich habe einen Erfahrungsbericht von einem 65-jährigen Herrn. That was recently sent to me. Wurde mir geschickt, zugesandt. A Polish guy who now lives in Australia. Ein Pole, der in Australien lebt. His toes were severely deformed from many accidents. Hand or toes? His toes. His toes were deformed. Seine wie nennt man den? Zehen. Danke. Seine Zehen waren bei mehreren Unfällen stark geschädigt worden. And as a result of using the pain pen, they just all straightened out. He's lost his crimped up feet. Und waren also auch verkrampft und das mit dem Pain Pen hat sich das erfolgreich wieder entspannt und seine Zehen sind wieder normal. I'm not here to sell you products, I don't have any, but I have one of these, this is the only thing I have to sell. Ich bin nicht hier, um Ihnen Produkte zu verkaufen, ich habe gar keine Produkte dabei, aber einen Pen habe ich. If somebody wants this, you can come and see me. Also, den einen habe ich zu verkaufen. Make it in an Auktion. An auction. Make an auction. An auction. Yes, if you just have one, and I take that person. So, to make it a little simple for you, I do have a European website, and that's where I recommend you go if you want to get these products in general, but this is the only thing I have here today. Also, das ist wirklich das Einzige, was ich jetzt heute mit habe, aber Sie können auf meine Homepage gehen, dort sind die Produkte dargestellt und ja, können bestellt werden. Das ist vermutlich das Wasserreinigungsgerät, das ist to clean the water. No, this does two things. It will lower the pH by about a point of the water that's put in it, and it adds the plasmatic field energy to the water. Also mit diesem Gerät wird der pH-Wert verändert des Wassers. It changes the pH from 7 to what? Whatever it is, it will raise it. If it's 7, it'll go to about 8. If it's 6.5, it'll go to 7.5. So it's moving about point. Also ungefähr um einen Punkt plus minus kann das den pH-Wert verändern und gleichzeitig zieht es plasmatische, also die ganze Energie ins Wasser. So this is the active device in those units. This contains the GANs of CO2 and the GANs of zinc oxide. Und das Kernelement ist also dieser Stift, der hat das GANs von CO2 und von einer zweiten Substanz, CO2 und das Zinc oxide. Zinkoxid ist. Wenn Sie also praktisch eine Kupferplatte in Salzwasser reinhängen und eine Zinkplatte, das längere Zeit stehen lassen, dann bildet sich das Ganze aus, das ist das weiße Ganz, das fällt dann runter und das nennt man dann Zinkoxid. So this is the active component and I carry it with me, I put in a glass or a bottle or a carafe of water. Das ist die aktive Komponente und ich benutze sie, indem ich sie einfach in eine Wasserkaraffe oder in ein Trinkglas mit Wasser hineinpacke. Okay. So you don't need the glass junk. Also it's just the transport vehicle. Den Krug müssen Sie jetzt sozusagen nicht kaufen extra. Bei ihm, genau. Okay? As I said, you can make GANs of pretty much anything. Man kann also, wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses GANs aus vielen verschiedenen Materialien herstellen. There are common ones that Kesh has explained have a role in healing.
Einige davon können eine Rolle bei Heilprozessen spielen. And so these are the four common ones. The CO2 we were talking about, the zinc oxide, which are mixed together in that one. Das sind hier die am verbreitetsten. Das eine in das CO2, was ich erzählt habe, dann das Zinkoxid. Yeah. And this one is CO, copper oxide, this one is CH3. Dann so CH3. CH3 ist doch irgendeine... It's methanol. Okay, and copper oxide. It's a radical. So, I have a product which includes these with a health protocols document which explains how to use these to treat a whole range of conditions that Kesha has been using in the street for many years. Things like diabetes, elevated blood pressure, even things like multiple sclerosis and so on. You can heal with the right protocols using these extraordinary materials. Also mit den richtigen Anleitungen können mit diesen Materialien auch Krankheiten wie Diabetes, Multiple Sklerose war da noch und noch ein, zwei. Diabetics, Multiple Sclerosis. Elevated blood pressure. Also Bluthochdruck. And many other things. Und viele andere Sachen geheilt werden. There is a lot of evidence that we can clear cancer from our bodies with these materials. Es gibt auch viele Nachweise, dass mit diesen Materialien auch Krebs im Körper bekämpft werden kann. The clinical trials are not in a state to confirm it. Die klinischen Versuche sind noch nicht so weit, dass sie als Bestätigung genutzt werden können oder als wissenschaftliche Nachweise gelten. But I know of many cases around the world where this has been done. Aber ich kenne viele Fälle weltweit, wo diese Erfolge eingetreten sind. It's only a matter of time before this is clinically established. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Technologie auch in der Medizin etabliert wird. This package, unfortunately, is not available on my European store. Dieses Paket aus diesen vier Materialien ist in Europa nicht auf dem Markt. Because I can't source this pack currently in Europe. But Europeans have been buying off my US store. And also hier in Europa kann ich es in meinem Online-Store nicht anbieten, aber über den amerikanischen Online-Store kann auch jemand aus Europa es beziehen. And an occasional gentleman buys them because I can live. Ich denke, hier ist einer, auch mein ein Herr, der schon Kunde bei mir ist. Okay. So, the potential of this technology, in my opinion, is huge. This stuff sounds like it's way out here, yeah? The fact is that people are working with it and demonstrating it in their lives, including with their cars. Also die Technologie oder das ganze Ding ist sehr umfassend, aber tatsächlich experimentieren Leute, wie Herr König zum Beispiel hier auch an seinem Auto damit. In my opinion, it has the potential to transform life as we know it on so many levels. Nach meiner Meinung hat es das Potenzial, das Leben auf verschiedenartigen Ebenen zu verändern. We're not there yet, but it has the potential to power our houses and our cars indefinitely. Wir sind noch nicht so weit, aber es hat das Potenzial, unsere Heime und unsere Fahrzeuge unendlich lange zu antreiben und als Antrieb dafür benutzt zu werden. Excuse me, guys. Can we have one conversation? Thank you. In my opinion, these materials can transform healing and health. Es kann auch die Heilprozesse und die Gesundheit transformieren. The potential, in fact, in Kesha's original patents, he has what he calls an oasis device, which can, dare I say, protect us and feed us. Let me give you translate that and I'll paint a picture. Okay, but this is also... Protect and feed us. Yes. So, from, if you think about the power of this, yeah. If you
if you think about the power of the plasma relative to the matter state that we experience. Vergleichen wir also dieses das Plasma im Vergleich zu diesem materiellen Status des Lebens, in dem wir existieren. Correct. And that the matter state is the weakest of the three concurrent states which exist. Und dass dieser Materie, ja, State, der schwächste ist von den dreien, die wir in diesem ersten Kreis gesehen haben. Then you can set up a plasmatic field which would stop a tidal wave taking your house away. Uh-uh. No, you don't understand, or no, you don't believe it. Both. No, don't ask for what I believe. This wouldn't be fair. Only repeat your sentence, please. So, yes. Okay. One it second. Is the power of the plasmatic field is so much greater than anything in our matter state. Also die Kraft dieses plasmatischen Feldes ist so viel stärker als alles, was in unserem materiellen Zustand existiert oder vorhanden ist. So you could set up a plasma field around your house and a tidal wave would go around your house. Also kann man so ein Feld in seinem Wohnhaus installieren. And what goes around the house? A tidal wave, a tsunami, yes. Ein? A tsunami would go around your house, correct. Well, you are not a good neighbor. I don't want to. Also, ich habe gesagt, er meinte dann, man kann damit ein Tornado um sein Haus hervorrufen. Nein, oder ein Tsunami. Nein. Was denn? Nein. Man kann damit so ein Kraftfeld um sein Haus aufbauen, dass eine Flutwelle, eine Tsunamiwelle darum herum gehen würde. Ne, wie so Jesus das Meer spaltet, so würde das drumherum gehen. Excellent. Okay, so I just paint a picture for you. A last picture? That was it. So, if you want to find my products, this is my website. It's got links to my three stores. Das ist meine Homepage. Da gibt es auch die Links zu den Stores in Europa, in Amerika, in Australien. Mein Ziel war es, Ihnen ein Bild zu malen oder darzustellen oder einen Blick auf die Technologie zu erlauben. And you got it. Thank you. Technology, and now we have a small problem because we are half an hour too late and we have only the chance to have some few answers or questions. So, gibt es jemand, der noch eine Frage hat, der vielleicht nicht alles verstanden hat? Okay. Danke für die wunderbaren Darlegungen. Ich hätte gerne den Gedanken an, dass idealerweise das Plasma in ein Wasser geben sollte, damit es übertragen wird. Plasma in you place the GANs. You place the GANs in the water. And it transfers its plasmatic field energy to the water. Also wir können dieses GANS im Wasser deponieren und es transformieren. And then you drink the water. How long should be the time to that thing? Wie lange muss es im Wasser bleiben? I would say 8 hours. 8 Stunden. Okay, thank you. Okay, vielen Dank. Noch eine Frage, ich habe das Gefühl, alle Leute gehen schon weg. Aber Kaffeepause gibt es noch nicht, die gibt es erst in einer halben Stunde. Also bleiben Sie lieber da, es wird nämlich noch interessant. Also, wer hat noch eine Frage? Ich habe noch eine Frage. Can you say a few words about your power saving device? So, what does it do? If I usually use 2 units a day, it will reduce it to 1.5, like that, easy, or?
it will save about 60% roughly. So if you're using two, it'll reduce you about a bit over half a kilowatt. So over 90 days. So small unit you put it in front of like a refrigerator or something like that? What you do is what you need is a conditioning load. What happens is that the unit nanocoats the wiring of your house and the plasmatic field energy flows along that nanocoating. So it takes about 90 days to put the nanocoating around your house. I said one of the key concepts to get is that the plasma gives what is needed and takes away what is not. Do you want to translate that? That's all. Ganz kurz, nein, ist okay. Deine Frage war ja, wenn ich dieses Energieeinspargerät benutze, wo gesagt wurde, dass zuerst war ja von 30% die Rede am Anfang. Oder? Ja, ja. Und Thorsten hat gefragt, was passiert, wenn ich zwei hintereinander schalte? Habe ich dann eine Einsparung von 60%? Ist es so einfach? Die Antwort von Herrn Professor war, wie ich das verstanden habe, dass dieses Gerät erstmal eine Arbeit leisten muss, die etwa 3 Monate dauert, dass alle Metallleitungen oder Drähte im Haus mit einer Nanobeschichtung, also es kocht quasi aus dem Kupfer eine Beschichtung raus, die sich dann um diese Drähte hin beschichtet und das ist die Grundlage dafür, dass das plasmatische Energiefeld dann entlang dieser Drähte sich bewegen kann. Ich übersetze es, ich hoffe richtig, als Übersetzung. Inhaltlich kann ich ja nichts dazu sagen. Okay. Ja? So, it turns out that a fridge is a good conditioning load. Also ein Eisschrank ist zum Beispiel eine angenehme Last für das System. So, you pull your fridge out of the wall socket, you plug this into where your fridge was, you plug your fridge into the output side, and you leave it. Du schaltest dieses Ding halt zwischen die Steckdose und deinen Eisschrank. And this device is voltage agnostic. It's a plasma device. Das ist ein plasmatisches Gerät. So, you can plug, on the downstream side, you can plug a 110 volt device and a 240 volt device into the same plug board, they will both work. Und unabhängig von der Voltzahl, das kann also ein 110 Volt Netz sein oder auch ein 220 bzw. 230 Volt, wie bei uns funktioniert in beiden Fällen. And DC. AC and DC. No rectification, no transformation. It's a plasma device. The plasma gives what's needed. You've got to get this. That's how this stuff works. When you start to get it, you go, oh my God, how I see the world has just changed. Also, und es funktioniert halt mit sowohl Wechselstrom als auch Gleichstrom. So, Frage hier. In Europa ist es sicher nicht erlaubt anzuwenden, wenn es kein österreichisches oder ein deutsches Zertifikat hat. Das ist einmal erstens. Zweitens. Zweitens ist es nachgewiesen, ob sie dadurch einen Krebs auslösen können, wenn sie ein Magnetfeld erzeugen. Es ist nachgewiesen, dass Magnetfelder bei Menschen sowie auch bei Tieren Krebs auslösen können. Haben Sie da ein Zertifikat, dass das sicher nicht der Fall ist, dass das auch krebserregend ist? Sie haben gesagt, es wird gegen Krebs. We know that magnetic field could lead to cancer. Have you any proofs that this would happen with your devices? Well, I'll put it this way. This technology is being used for the dead opposite, which is to clear people of cancer, not create it.
show you many examples. Ich kann Ihnen viele Beispiele using this technology to clear cancer. Ich kann Ihnen viele Beispiele aus der ganzen Welt zeigen, wo dieses Gerät benutzt worden ist für das Gegenteil, das heißt, um den Krebs wieder zu heilen, zu entfernen oder wie auch immer. But we have to say that is no normal magnetic field. So you cannot measure with a magnetic field meter if there is some field strength. Sorry, but then you shouldn't call it magnetic field. Yeah, that's it's another, not a magnetic field. That's another plasma field. This is a start of a very, very interesting discussion. But it has to come to an end because we have another lecture. Okay. Yeah. It was really good.